Herzlich willkommen beim Motorradmagazin. Ja, wer behauptet, in Österreich gäbe es keine Atomkraft, der soll mir mal diese beiden Reaktoren hier erklären. Hinter mir schaut es eh aus wie nach einem Atomkrieg. Wer den Krieg dieser beiden Großmächte gewinnt, was die beiden Powerbikes können, was dem Peter und mir am meisten taugt, das erfahrt ihr gleich. Willkommen zurück mit zwei der eindrucksvollsten Motorräder überhaupt. Zwei eigentlich einzigartige Konzepte, die wir trotzdem miteinander verglichen haben. Die Triumph Rocket in der R-Version, ganz neu übrigens, und die Ducati Diavel in der S-Version mit Öl ins Fahrwerk. Beide sind wir heute schon ausgiebig auf der Landstraße gefahren. Beide haben ein paar Gemeinsamkeiten und sind doch so unterschiedlich. Aber was beide gemeinsam haben, sie sind so emotional, dass ich mich jetzt selbst kaum noch halten kann. Wir widmen uns jetzt den einzelnen Bikes und werden euch ein bisschen genauer erklären, was die können und was sie so emotional macht. So, wir beginnen mit dem britischen Bomber, der aus drei Rohren schießt, die unglaublich groß sind, Peter. Noch mehr Hubraum bei der Triumph Rocket. Ja, Wahnsinn. Es ist der weltgrößte Motor im Serienbau, Motorradmotor im Serienbau. Ja. 2400 irgendwas, also knapp 2500 Kubik, 2,5 Liter Hubraum. Es ist unwahrscheinlich, oder? Und allein die Optik, die man da vorne sieht, mit den Krümmern auf der Seite, also ihr könnt jedes Mal niederknien. Es ist einfach fantastisch. Ich habe eins vergessen beim Intro und die eindrucksvolle Zahl. Wir haben 350 Newtonmeter Drehmoment bei beiden Motorrädern zusammen. Ja. Wie viele entfallen auf die Triumph? 221 Newtonmeter und das schon bei niedrigen 4000 Umdrehungen. Also gewaltig, oder? Ja. Es braucht ein bisschen Gummi am Hinterrad, deswegen ist da ein bisschen mehr drauf. Mir taugt übrigens auch voll dieses Cobra Design an den Flanken von den Avons. Mhm. Was haben wir da für ein Format, für eine Größe? 240, 50, 16, ein bisschen kleineres Hinterrad, höhere Flanke, aber 240 breit. Also das ist schon eine mächtige Walze. Ja. Ja. Dann gibt es noch ein paar andere eindrucksvolle Daten, obwohl, und das ist wirklich ein Wunder, die Triumph unglaublich viel abgespeckt hat. Du warst schon beim Pressetest nämlich und durftest das schon erfahren. Also was hat die da an Gewicht verloren? Ja, es sind so um die 50 Kilo, die Triumph Rocket 3 vom alten Modell, vom ersten Modell verloren hat. Aber es ist noch genug übrig, muss man sagen. 317 Kilo, fahrfertig, vollgetankt, also 90% voller Tank, 317 Kilo. Also das ist schon eine richtige Menge, aber es fährt sich also agiler, als man glaubt, mit diesem Gewicht. Ich werde niemals meinen ersten Test mit einer Rocket vergessen. Entschuldigung, ist schon ein paar Jahre her. Und zwar aus zwei Gründen. Erstens sind mir dauernd die Füße abgerutscht beim Beschleunigen. Und zweitens habe ich stundenlang nur beschleunigt und habe einen Verbrauch von 15 Litern gehabt. Was haben wir da jetzt so im Alltagsverbrauch? Naja, also es ist so, also richtig sparsam ist das Motorrad nicht. Ja? Also die Brennräume wollen gefüllt werden mit einem guten Gemisch. Also es ist schon so, dass man ein bisschen auch die Tankuhr beobachten kann, wie die nach unten geht. Aber es hängt natürlich absolut vom Fahrstil ab. Also ich habe heute ein bisschen unterschiedliche Fahrstile probiert. Wir sind ein paar wirklich sehr flotte Passagen gefahren. Da muss man sagen, da sind schon 7 Liter und auch ein bisschen mehr drin. Ja, also der WMTC-Verbrauch von dem Motorrad liegt ja bei 7,5 Liter. Also das kann man auch schon erreichen mit dem Motorrad. Ja. Andererseits, wenn man ein bisschen gleitend, cruisend fährt, dann kommt man auch auf die 6 Liter. Also das ist dann schon wieder eigentlich okay, muss man sagen. Eins vielleicht können wir noch erwähnen zu beiden Modellen. Es gibt bei der Ducati ja diese X-Diavel, die Fußrasten so ein bisschen weiter vorn hat, ein bisschen mehr den Cruiser-Style, und da gibt es auch eine zweite Version. Ja, es gibt da noch die GT. Schaut euch mein Präsentationsvideo von Teneriffa an, da die Unterschiede ganz genau erklärt. Grundsätzlich kann man sagen, die GT ist eher die komfortablere Cruising-Variante, die man auch wählen sollte, wenn man öfter mit einem Beifahrer unterwegs ist. Also da ist vor allem der Sozius-Platz ist deutlich besser ausgeformt. Es gibt da kleine
Beifahrerrückenlehne, gemütlicheren Sitz. Die Füße werden weiter vorne auf den Fußrastern gelagert vom Fahrer und der Lenker ist auch komfortabler, kommt dann ein bisschen mehr entgegen Geweih. Also wenn man es ein bisschen gemütlicher haben will, weil man muss schon sagen, das hier auf der Air, das ist schon ein bisschen eine anspruchsvolle Sitzposition, aber dann hat man eben als Alternative die GT. Ich war auch ein bisschen überrascht, weil dieser Sitz auch eigens geformt ist, der hat ja so eine Naht. Der Sozius ist auch hier so hineingeschoben und du hast echt wenig Platz. Also wir haben es auch zu zweit versucht, off-camera natürlich. Aber das war, also für uns beide jetzt nicht mit einem kleinen Hasel da hinten drauf geht das schon, ja. Aber zwei Männer würde ich nicht empfehlen, ist vielleicht auch optisch nicht so leibend. Und eins ist natürlich noch, ich finde es auch fahrdynamisch faszinierend, weil das ist ein Koloss. Ja? Also manche glauben, es ist eine Boss-Hoss. Einige jetzt Laien würden es eher glauben, dass fast schon einen V8 hier drinnen. Aber es fährt sich im Vergleich zu einer Bossos natürlich fast wie ein Supersportler. Aber man darf es nicht unterschätzen. Also es gab vor einigen Jahren so Testfahrten und haben das einige Leute unterschätzt. Das ist echt keine gute Idee. Trotzdem, dass sehr gut bremst. Wir haben hier auch verstellbare Bremshebel. Also wir haben auch einen Schaltautomaten, der sehr gut übrigens auch funktioniert. Ja, hast du den optional genutzt? Ist aber optional, muss man hier dazu kaufen, so wie die Heizgriffe zum Beispiel. Das kostet noch extra. Aber der Quickshifter hier ist wirklich perfekt. Und man muss auch sagen, er funktioniert auch eine Spur besser als die auf der Ducati. Ja. Also eine unglaubliche Macht, was ich gemerkt habe. Die Elektronik mischt sich ein bisschen ein, aber es ist, glaube ich, gut so. Und wir werden es dann gleich auch mit der Diavel ein bisschen vergleichen. Wir haben da einen kleinen Vergleich auf der Landstraße auch gemacht, einen Direktvergleich, und da ist das einfach eine echte Übermacht, kann man jetzt schon verraten. Also eines der beeindruckendsten Motoren, ich habe schon gesagt, auch die Diavel, aber ja, vielleicht ist das noch ein bisschen, das kommt so richtig dumpf oder wie so ein Bass oder wie diese Bassmusik. Ja, es ist, wie du zuerst schon gesagt hast, es ist verführerisch einfach, also da am Kabel zu ziehen, es ist auch wenn es kein Kabel mehr gibt, weil es ja right by wire ist, aber es ist großartig, weil dieser Dreizylinder-Motor natürlich so schön rund läuft, so seidenweich, aber trotzdem von unten so eine Macht hat, also von unten weg beschleunigt, das ist super, ab 2000 Umdrehungen läuft der Motor schon so schön rund und dann dreht man auf und das schiebt einfach nur schön nach vorne. Deswegen ist beim Sattel, also was du da gesagt hast, dieser eingefügte Sozio-Sitz, der ist gar nicht so schlecht, weil der stützt ja ein bisschen hinten ab, also dass man sich nicht nur vorne festhalten muss. Also es ist wirklich, wirklich schön. Ja. Natürlich das Gewicht in Sachen Fahrdynamik, das kompromittiert natürlich dann schon ein bisschen das Einlenkverhalten, das Kurvenfahren, vor allem bei langsamem Tempo merkt man wirklich, dass da viel Gewicht ist in der Stadt, wenn man da um die engeren Kurven fährt, da muss man wirklich ein bisschen balancieren. Also das sind natürlich kleine Einschränkungen, die man hinnehmen muss, da werden wir sehen später, dass die Diavel doch viel agiler ist und viel, viel, viel einfacher sich einlenken lässt, das schon, aber es ist eben diese Faszination, dieser riesige, es ist wie ein Schiffsdiesel, ne? Das erinnert mich so ein bisschen an das Boot, wo der Johann mit dem Stethoskop immer horcht an Schiffsdiesel. Also das erinnert mich daran. Das ist einfach fantastisch. Ja. Und man muss sagen, das Motorrad hat dann wahnsinnig guten, stabilen Geradeauslauf. Also wir sind dann auf der Autobahn wirklich ein bisschen schneller gefahren. Ja? Und das Motorrad, das liegt satt auf der Straße. Es ist unwahrscheinlich, wie das seine Bahn zieht. Und die Bremsen sind dann auch, weil man ja dann wirklich auch was schnell beschleunigt, sollte auch wieder schnell zum Stehen kommen. Ja. Und das funktioniert ja wirklich großartig. Also das ist ein präzises, kraftvolles Verzögern, wo eben dann auch wieder die Länge des Motorrads sich bemerkbar macht und das so stabil liegt. Also es ist wirklich... Ja. Ein Batzen-Motorrad. Ja. Eins können wir auch noch erwähnen, es hat geregnet in der Früh. Da waren wir beide ein bisschen ängstlich, also besonders Praterstern und wer das alles kennt und die Eisenbahngeleise, diese glatteren Stellen, es war nicht hagelig, aber da ist man dann wirklich froh, dass man die ganze Elektronik an Bord hat und auch die Ducati hat ja ein sehr umfangreiches Elektronikpaket und was die fahrdynamisch ausmacht, das besprechen wir jetzt. Und da sitzen wir auch schon vor der italienischen Konkurrenz, vor dem schwarzen Teufel, Peter. Ja. So unterschiedlich die beiden Modelle dann in der Fahrdynamik sind, gibt es doch ein paar Gemeinsamkeiten. Naja, sicher, auf jeden Fall schon einmal die Silhouette, den Look, also die eigentlich den ursprünglichen Ansatz, was das Motorrad will. Es ist ein Power Cruiser, das haben wir am Anfang schon gesagt. Also man sieht schon das kurze Heck, natürlich dieses bisschen Dragster-Styling mit der massiven Front vorne und eben diesem eher leichtgewichtig designten Heck. Also das ist schon alles ziemlich, ziemlich geil. Und zum Beispiel der Hinterreifen, ne? 240, das ist sicher kein Zufall, dass beide einen 240er Hinterreifen haben.
17 Zoll hier zwar und bei der Triumph 16 Zoll. Also das sind dann schon wieder die kleinen Unterschiede. Also im Großen und Ganzen sieht man schon, das sind zwei Motorräder, die wirklich ja, was Ähnliches wollen, aber dann schon halt auch ein bisschen einen unterschiedlichen Zugang haben. Ja. Dezentrales Federbein haben übrigens auch beide. Schauen ähnlich lang aus, sind sie eigentlich auch, aber ja. Sie sind deutlich unterschiedlich schwer. Ja, sie sind deutlich unterschiedlich schwer, weil du die Länge ansprichst. Wir haben ja da wirklich einen Radstand. Also das merkt man dann auch, wenn man einlenkt. Also der Wendekreis ist bizarr riesig bei beiden Motorrädern. Bei der Ducati glaube ich fast sogar noch ein bisschen mehr. Wir haben da bei der Ducati 1600 mm Radstand, 1677 bei der Triumph. Also das ist schon sehr ähnlich, muss man sagen. Das Gewicht, wie du angesprochen hast, richtig, das ist dann noch einmal richtig unterschiedlich. Und ich glaube, das ist einer der wenigen Fälle, wo man dieses Ding hier als Leichtgewicht bezeichnen kann, weil die hat 247 Kilo fahrbereit und 70 Kilo mehr hat die Triumph, 317 Kilo. Also das ist wirklich, obwohl die abgespeckt hat, jetzt für die neue Generation massiv sogar abgespeckt hat, aber da liegen eben wirklich die Welten und das macht sich dann beim Fahren halt wirklich bemerkbar. Ja. Jetzt schauen die beiden ein bisschen so aus wie Einsitzer. Also vor allem, wenn wir uns gegenseitig, also wenn ich dich beobachte von hinten, denke ich mir, das ist fix ein Einsitzer. Man kann aber tatsächlich jemanden mitnehmen. Und auch da gibt es ein paar Besonderheiten. Da gibt es nämlich zwei so kleine Tricks, so kleine Gadgets, mit denen man sich da spielen kann. Ja, Wahnsinn. Also hinter mir schaut bald einmal ein Motorrad als Einsitzer aus. Aber die zwei sind natürlich mit Sozius zu fahren. Bei der Triumph gibt es den kleinen Gag, dass man die Beifahrerfußraster ja herausfalten kann. Also das ist so ein zweistufiger Ausklappmechanismus. Ja, man sitzt dann eigentlich ganz okay. Das Platzl hinten ist ein bisschen eng. Das muss man schon sagen, ein bisschen hart auch. Ja, und bei der Ducati hier, da gibt es einen versteckten Beifahrerfaltegriff hinten. Den kann man ganz einfach, da muss man den Sitz runternehmen, dann kann man ihn ganz einfach ausziehen und dann hat man wenigstens eine kleine Möglichkeit, sich festzuhalten. Also so richtige Beifahrermotorräder sind es beide nicht, aber zur Not geht es schon. Was man auch nicht vermuten würde, also ich zumindest, ist, dass die Sitzhöhe eigentlich fast gleich ist. Ja, auch da ganz minimale Unterschiede. 7 mm Unterschied, also etwas tiefer auf der Triumph, 7 mm höher da. Aber da hat sicher keiner Probleme runterzukommen. Also wir sind da ungefähr bei 780 bzw. 773 mm. Also das sind schon sehr niedrige, sehr erdverbundene Sitze. Ja. Naja, dann wären wir eh schon, glaube ich, bei der Fahrdynamik dann. Mhm. Die Ducati hat ja überrascht damit, dass eben dieser Testas Dritter in so einem Chassis gelandet ist. War eigentlich auch ein ganz eigenes Konzept, meiner Meinung nach. Ich finde auch die Diavel bis heute unvergleichlich, obwohl wir halt jetzt hier diesen Konkurrenzvergleich haben. Aber das ist einfach ein Wahnsinn, ja, wenn der da erwacht, ein bisschen poltert. Ich war übrigens überrascht, dass dann doch bei den Lastwechseln die Kette teilweise fast schon peitscht. Also der hat einen Kettenantrieb und das ist mir fast ein bisschen unangenehm. Da wäre natürlich ein Riemen oder wie bei der Triumph der Katan fast ein bisschen angenehmer. Ich weiß nicht, wie geht's da dir? Ja, auf jeden Fall. Also vor allem im untertourigen Bereich, also das macht die Ducati eher weniger, obwohl die ja die variable Ventilsteuerung hat, eben um unten besseres Benehmen zu erzielen und trotzdem Spitzenleistung oben zu haben. Aber es stimmt schon, also die ganz niedrigen Drehzahlen macht die Ducati nicht so. Je schneller man mit ihr fährt, desto wohler fühlt sie sich und desto schöneres Feedback gibt sie eigentlich dem Fahrer. Ja. Jetzt hat Ducati ja angeblich damals auch diesen Pirelli-Hinterreifen extra entwickelt. Der hat hier 240, 45, 17. Ja. Bei der Triumph ganz ein anderes Format. Ja, haben wir jetzt schon gesagt, 240, 50, 16. Da werden wir es jetzt richtig ausbringen. Also die Breite ist gleich, aber es ist etwas höhere Flanke und niedriger, also kleineren Durchmesser, 16 ja. Zollrad. Und vorne ist es überhaupt ganz unterschiedlich. Da hat die Ducati ja ein quasi Standard-Naked-Bike-Vorderrad, währenddem die Triumph so ein richtiges Bobber-Vorderrad hat, also breit und dick, also so richtiger Macho-Vorderfront. Ja. Die Ducati nicht nur wegen des Gewichts deutlich dynamischer. Ich kann mich noch erinnern, beim ersten Test, da waren noch ein paar ergonomische Sachen ein bisschen anders. Die Fußraster übrigens auch vom Beifahrer waren anders. Die sind fast auf der Schwinge angekommen und so. Und meine Stiefel waren komplett abgeschliffen, ja. Weil die Fußraster waren so gekippt und da ist man immer am Boden angekommen. Aber trotzdem, man sieht ein paar Performance-Teile. Auch hier verstellbare Hebel zum Beispiel. Mhm. Natürlich auch der Motor eher so, also richtig sportlich und nicht nur vor der Leistung. Und da haben wir auch noch übrigens das Top-Fahrwerk oben, die S-Version. Gibt es natürlich auch quasi
Standard-Diabel. Ja, absolut. Also es ist wirklich, also der sportliche Ansatz, es ist wirklich, man würde nicht glauben, wie sportlich man mit diesem Motorrad fahren kann. Es ist ja doch groß, es ist schwer, riesenlanger Radstand, arge Reifendimensionen, aber mit dem Motorrad kann man wirklich, wirklich sehr schön sportlich fahren. Die Bremserei ist genauso wie bei der Triumph ganz, ganz exzellent. Also das sind wirklich super Verzögerungswerte, die man da erzielen kann. Natürlich auch dank des langen Radstands, wo es zu weniger dynamischer Radlastverlagerung kommt. Aber auch sonst, also die Sitzposition ist für mich sehr, sehr schön. Also ich fühle mich sehr wohl auf dem Motorrad. Das Fahrwerk ist auch eine Spur komfortabler als auf der Triumph. Die Triumph ist wirklich sehr, 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 sehr hart geworden, muss man sagen. Mhm. Wahrscheinlich auch, um das höhere Gewicht dann in Zaum zu halten, dass sie nichts aufschwingt. Da hat man ein bisschen mehr Spielraum bei der Ducati und der wurde auch genutzt. Also es ist im Grunde ein bisschen komfortabler. Und die Sitzposition ist etwas im Vergleich zur Triumph, die ja sehr Streetfighter-mäßig ist, ist das etwas entschärft. Der Lenker kommt ein bisschen mehr einem entgegen und es ist also sozusagen ein bisschen die komfortablere Sitzposition. Und du hast völlig recht, also bei der ersten Diablo-Generation, da war eben mit den Fußrastern, da hat man ein bisschen sich spielen müssen, um die Position zu finden. Es war da ein bisschen vielleicht nicht ganz ideal, aber mittlerweile, also für mich ist es jetzt wirklich super. Also sitzt da ganz angenehm oben. Eins sehe ich hier noch, ein Performance-Teil, auch hier Schaltautomat drauf. Mhm. Wie wir schon gelernt haben, am Einzylinder ist es am schwierigsten, den schön abzustimmen und da haben wir eben einen V2, da ist es auch nicht viel leichter. Deswegen meiner Meinung nach nicht ganz so geschmeidig, aber auch zufriedenstellend und einfach ein absolutes Erlebnis auch hier. Ja. Ich meine, wir haben dann einmal auf der Geraden dann das gemacht, was sie am besten können, nämlich beschleunigen. Ja. Und da war dann doch, für mich war es dann doch überraschend, dass es in allen Gängen, ja, die unterlegen war. Ja, also das ist einfach wirklich dieser Wahnsinns-Drehmomentunterschied, den die Triumph hat. Wir dürfen nicht vergessen, die Triumph, wir haben es zuerst schon gehört, hat 221 Newtonmeter bei 4000 Umdrehungen. Und die hat 129 Newtonmeter, also fast 100 Newtonmeter weniger, bei 7500, also viel weiter oben. Und das macht den großen Unterschied aus. Natürlich sind 70 Kilo weniger auf dem Motorrad das zu spüren, deswegen fällt die Ducati auch nicht richtig ab. Aber trotzdem, dieses Wahnsinns-Drehmoment bringt eben, also führt eben dazu, dass du in jedem Gang mit der Triumph leicht wegziehen kannst. Und je tiefer das Drehmoment, also je niedriger du die Beschleunigung anfängst, desto stärker macht es sich bemerkbar. Die Triumph, die rennt ja schon bei 2000 Umdrehungen wirklich geschmeidig rund und die Ducati braucht eigentlich 3000 Umdrehungen, damit man so richtig kraftvoll einschenken kann. Und und wenn man von ganz unten weg beschleunigt, dann sieht man nur mehr das wunderschöne Heck von der Triumph. Ja. Aber so riesig groß ist der Unterschied. Also wirklich, wenn er in der Praxis miteinander ausfährt, dann wird das nicht das entscheidende Kriterium sein. Und eins merkt man auch bei der Triumph, durch dieses hohe Drehmoment, wenn man da ganz abrupt umdreht, dann merkt man genau diese Bedenkpause der Elektronik, wo sie sagt, na so nicht. Aber dann schiebt es an. Also das ist eine kurze Verzögerung, das merkt man ganz genau, weil sonst würde es wahrscheinlich am Hinterrad stehen im vierten Gang. Also irre. Und dann haben wir aber noch eine bisschen schlechte Nachricht, aber auch eine überraschende, wieder positiv überraschende, nämlich zum Thema Sound. Mhm. Wir haben nämlich bei beiden einen höheren Wert als 95 dB im Zulassungsschein. Ja, wir haben 99 Dezibel bei der Triumph und 102 Dezibel Standgeräusch bei der Diabel. Aber ich muss sagen, Gott sei Dank ist das erstens einmal gilt das nur in einem kleinen Teil von Österreich, diese neue Regelung. Und zweitens wird er ja nach Strich und Faden bekämpft. Also wir halten uns selbst und allen anderen die Daumen, dass diese Regelung gekippt wird. Ja. Deswegen glaube ich, müssen wir uns mit dem gar nicht beschäftigen. Ja. Genau, und da an dieser Stelle der Hinweis an unser Video zum Thema, wie die Polizei diese Lärmmessungen überhaupt durchführt, was wird da gemacht, was ist da unter Anführungszeichen jetzt, oder womit ist zu rechnen, sagen wir mal so, im wahrsten Sinne des Wortes vielleicht. Und da gab es nämlich eine riesen Überraschung und das müsst ihr euch aber im Video anschauen, weil es gibt auch noch schöne, schöne Dinge und es ist nicht alles so, wie es am Papier steht, oft. Ja. Genau. Dann ist jetzt die Frage, wer was nimmt. Man wird mit beiden nicht unglücklich werden, sage ich jetzt einmal. Emotionen sind da drin, das ist unfassbar. Ja. Und jetzt natürlich noch der Hinweis an den Vergleich im Heft. Dort gibt es nämlich dann die genauen Daten auch, die genauen Werte, die wichtig sind, die Preise. Das könnt ihr übrigens auch online lesen. Ihr könnt es natürlich abonnieren, ihr könnt es in Deutschland teilweise schon kaufen. Und es wird immer länger, die Liste, die man so aufzählen muss, wenn wir so viel anbieten. Dann natürlich noch unsere Website könnt ihr besuchen, Kanal abonnieren, YouTube-Kanal und einen Daumen hoch. Was ist euer Favorit
von den beiden gewinnt England oder Italien, ist auch immer ganz interessant beim Fußball, aber Fußballmatches sind im Moment nicht so interessant ohne Publikum. Würde uns interessieren, danke fürs Zuschauen, schaut euch eben das DB-Video an, dann wisst ihr genau, was da abrennt bei der Polizei und dann rennt das vielleicht ein bisschen friedlicher ab. Also wir haben halt nur sympathische Leute kennengelernt, es war unfassbar, lauter nette Typen und das waren auch Motorradfahrer, ja? Das sind genau wie wir. Danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal.